Nein, das stimmt nicht. Nein, dies und das. Ihr steht auf Mädchen. Ihr steht auf Mädchen. Ihr liebt es, kleine Mädchen zu verführen, weil die ihre Sexualität noch nicht kennen. Deswegen müsst ihr, wenn ihr nur Brüste oder wenn ihr Mädchen in Bikini, ein 13-Jähriger, Leute, 13 Jahre alt. Ja, das Ganze, das ist so eine Hey. verdorbene Welt, ne? Deswegen, das Pädophile. ist wirklich, schau mal. Ich rede von Deutschland, ne? Ja, Deutschland. das ist Hey, ein definitiv, das 13 ist, Jahre und altes Mädchen, passt wir auf eure Leute auf. reden, das Passt ist auf eure überall Kinder auf. so. Deswegen Wir sagt ja reden auch. über, guck mal, wenn Menschen so einen, wie nennt man das auf Deutsch? Wenn man eine Vergewaltigung macht oder irgendetwas macht, was nicht erlaubt ist, das nennt man einen, wie sagt man das? Straftat? Ein Straftat. Wenn Menschen, die keinen Glauben haben oder anderen Glauben haben oder die haben so eine Krankheit und die machen so ein Straftat, die werden ja bestraft hier. Aber wenn man als Muslim den Koran öffnet, da ist gar keine Vergewaltigung. Da ist nichts. Da ist nichts. Es gibt keine Vergewaltigung in dem Islam. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Du kannst, ich habe überall gesucht. Ich hab richtig lange gesucht. Was ist, wenn eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt wird? Was wird der Scharia machen? Wo ist das Recht von die Frau? Gar nichts. Hier in Deutschland zum Beispiel, wenn du verheiratet bist und dein Mann vergewaltigt dich, du kannst zur Polizei gehen und sagen, mein Ehemann hat mich vergewaltigt und er wird bestraft. Aber im Islam gibt's das nicht. Wenn du im Islam zu Scharia gehst und sagst, mein Mann hat mich vergewaltigt, dann sagen die, nein, Schwester. Du hast es falsch verstanden. Wozu bist du Yemna, denn da? die hatte ein Bikini und kein Burkini an. Sie ist selber schuld. Das Sie ist Mädchen, das selber schuld. 13-Jährige. Ja. Sie ist der Scheitan. Die Du hätte hast gar nicht ins sie. Freibad gehen dürfen in Deutschland. Das muss man verbieten in Deutschland. Kleine Mädchen muss man verbieten, in Freibad zu gehen. Um ein Bikini anzuziehen. Hallo? Wie verlottert ist das denn? Amira, welche Rechte hat denn Islam an den Frauen gegeben? Komm mal hoch. Gerne will ich die Rechten hören. Komm. Welche Rechten hat Allah dir gegeben, Schwester? Welche? Welche? Du weißt nicht mal, warum du ein Kopftuch tragen musst. Wenn ich eine Schwester frage, warum trägst du Kopftuch, kannst sie das nicht sagen, warum. Die sagt automatisch, weil Allah das haben will oder für Allah, weil ich Allah liebe, weil er mich liebt. Ich muss das machen. Nein, nein, Schwester. Warum hat Allah die Frauen verpflichtet, also die freie Frauen erstmal, verpflichtet, ein Kopftuch zu tragen? Sebab al-Nuzul. Dann gehen wir zurück zu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hat das empfohlen und gesagt, ja, Propheten, du musst deine Frauen ein Hijab geben, weil dann werden die erkannt, dass es deine Frauen sind. Und Sklavinnen, die Musliminnen sind? Nein, darf nicht. Die müssen mit offenen Brüsten bleiben und deren Haura ist genau die gleiche Haura wie von der Mann, also vom Nabel bis zu Knie. Und die Brüsten frei. So haben die auch mit denen gelebt, zu Hause. Der Propheten hat 19 Frauen, die Sklavinnen waren, und alle 19 nackt. Kein Hijab. Und wenn ihr denkt, der Allah hier richtig gehandelt hat, dann denke ich mir, was ist der Unterschied zwischen einer Sklavin, das ist auch eine Frau, ein Menschen, oder eine freie Muslimin, ist auch eine Frau, ein Menschen. Wo ist das Recht? Warum hast du als freie Frau das Recht bekommen, ein Kopftuch musst du tragen, und ich bin ein Sklavin und die dürfen mich kaufen, verkaufen, die dürfen mit mir spielen, wie die wollen, ich darf nicht mal mich selbst bedecken, darf nicht? Warum dieses Unterschied?
Das, diese Antwort will ich gerne haben. Aber nicht von euch, von Allah, weil Allah hat das befohlen. Tuttele die hier. Schaffen, Frauen sind dafür geschaffen, dem Mann zur Verfügung zu stehen. Jederzeit. Jederzeit. Das ist ihre Pflicht. Es gibt für Frauen nur Pflichten. Keine Rechte. Genau. Es gibt keine Rechte für Frauen. Wer das sagt, der soll uns bitte sagen, wo was steht. Wo sind denn die Rechte der Frauen? Wo? Welche? Zählt uns sie auf. Artikel 1. Die genau. Frau hat das und das Recht. Artikel 2, 3, 4. Wo sind sie? Zeigt uns die Rechte der Frauen im Islam. Immer diese leeren Worthülsen. Ja, ich bin die Königin bei mir zu Hause. Ich muss nicht arbeiten gehen. Mhm. Eine muss morgens früh aufstehen und arbeiten gehen. Eine Muslima kann zu Hause bleiben. Sie ist die Königin in ihrem Haus. Sie ist eine Eingesperrte. Wisst ihr, dass eine Eingesperrte eine Gefolterte ist? Wisst ihr, dass Einsperren Folter ist? Wisst ihr, dass Frauen, die eingesperrt sind, keine sozialen Kontakte haben? Und Frauen, die keine sozialen Kontakte haben, sind Eingesperrte, Gefolterte? Und ein Mann, der einer Frau irgendwelche Fehldinge vorwirft, die sie also irgendwelche Fehler, angeblichen Fehler, die er als Fehler sieht, er ermahnt sie, dann wendet er sich von ihr ab, dann teilt er das Bett nicht mehr mit ihr und zum Schluss, wenn sie immer noch nicht ihre Fehler korrigiert, darf er sie schlagen. Idruhunna. Ja? Denkt mal darüber nach. Das sind die Rechte der Frau, dass sie immer schön, Entschuldigung für diesen Ausdruck, jederzeit auf die Fresse geben kann. Wer kontrolliert denn, dass der Mann sie vorher ermahnt hat? Wer kontrolliert denn, dass der Mann sie gemieden hat? Wer kontrolliert denn, dass der Mann sie vorher, dass der Mann vorher das Bett nicht mehr mit ihr teilt? Wer kontrolliert das denn? Nein. Sie kriegt aufs Fressbrett. Sie kriegt auf die Fresse. Und es ist egal, was der Mann macht. Der Mann hat immer recht. Weil die Frau einmal den Beischlaf ablehnen kann. Ein einziges Mal. Und die Frau geht direkt in die Hölle. Direkt in die Hölle. Das ist das Problem. Und ich rate jede muslimische Frau, Surat an-Nisa, die Sura von der Frau. Ja, es gibt doch kein Surat al-Rijal. Nein, es gibt Surat an-Nisa. Fang da an. Fang da an. Lies deine Sura. Fang da an und frag dich selbst, redet Allah hier mit Frauen oder mit Männern? Das ist die erste Frage, die du stellen musstest. Redet Allah hier mit euch Frauen? Er gibt euch doch Rechte. Also normalerweise, wenn ich meine Rechte suchen will, dann gehe ich im Koran zu Surat an-Nisa und finde da meine Rechte. Oder die hier? So, dann gehen wir zu Surat an-Nisa. Jemna, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Ja, natürlich. An alle, die hier unten kommentieren und meinen, sie kennen Jemna super und wissen, warum Jemna, wieso, was ist mit Jemna, woher Jemna kommt, wer Jemna ist. Wir haben euch eine Frage gestellt. Schreibt uns doch bitte eure Rechte. Hört auf zu beleidigen oder irgendwelche Theorien aufzustellen über uns. Schreibt doch bitte einfach, ihr seid Muslime. Ihr seid Frauen, muslimische Frauen. Ihr lebt als Frauen, als muslimische Frauen. Dann müsst ihr doch eigentlich ganz auswendig irgendwas schreiben können. Ihr müsst doch auswendig schreiben können, was ihr für Rechte habt. Warum seid ihr so persönlich? Genau. Warum könnt ihr nicht argumentieren? Warum könnt ihr nicht einfach sagen, Jemna und die hier, ihr habt Unrecht. Hier, Artikel 1, 2, 3, bla, bla, bla. Haut raus, Mann. Haut es raus. Hört auf, irgendwie immer persönlich zu sein. Genau. Seid doch so nett. Und seid einfach mal menschlich. Und redet mal nicht drumherum, dass Jemna so ist und ich so und Gül so oder wir irgendeinen B1-Kurs bräuchten oder
dies oder jenes oder ob wir einen deutschen Pass haben oder sonst irgendwas. Ist doch scheißegal. Sag doch mal, ja, das Artikel, welcher Artikel? Dann sag doch einfach Sure 1, Sure 1, Allah hat gesagt und Mohammed hat aufgeschrieben. Schreib es doch auf. Genau. Du bist nicht vor Gericht, aber du kannst doch sagen, es gibt die Scharia. Schreib auf. Schreibt doch auf, wo sind eure Rechte? Was sind eure Rechte? Sagt uns Bescheid, teilt euch mit. Ja, das ist die Frage. Teilt euch mit. So wie ich das mache. Jetzt ziehen die das schon wieder ins Lächerliche. Ich brauche einen Rechtsbeistand. Nein, seid nicht. Ihr braucht keinen Rechtsbeistand. Ihr seid mündig. Ihr könnt euch selbst verteidigen, wenn ihr auch Eier in der Hose habt. Genau, genau wie ich das mache. Ich nehme einfach der Sora. Zum Beispiel Surat al-Nisa, da fangen wir an. Ayah 3, da steht, ich lese das vor auf Deutsch, ja. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, erst redet er über Weisen und danach sagt er, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint. 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, also ihr könnt kein Mahar geben, ihr könnt denen kein Essen geben oder Klamotten, das, was sie an Recht hat, weil das ist ihr einziges Recht, der Mann muss Essen geben und ein Zuhause, also wo sie schlafen soll. Und wenn du befürchtest, das kannst du nicht machen, also nicht gerecht zu handeln, dann nur eine Frau? Oder was eure rechte Hand besitzt. Dann gehen wir hier gucken, was das rechte Hand bedeutet. Dieser Ausdruck bedeutet Sklavinnen oder kriegsgefangene Frauen. Was für ein Recht hast du als Frau? Surat al-Nisa, Allah redet hier mit Männern. Allah redet mit Männern, was erlaubt ist für denen und nicht für dich, Schwester. Nicht für dich. Und gebt Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Es steht hier nicht, gebt eure Männer Morgengabe, weil Allah redet mit euch Frauen. Es ist doch Surat al-Nisa. Oder habe ich das falsch verstanden? Warum könnt ihr nicht offen und ehrlich reden? Dann haben wir Surat al-Nisa. Ayah 4. Allah empfiehlt euch, hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlecht kommt ebenso viel zu wie der Anteil von 2 weiblichen Geschlechts. Also wenn du einen Jungen geboren hast, hast du einen Punkt. Und die eine Punkt musst du 2 Mädchen geboren, dann erst ist es 1:1. Wenn du einen Jungen und Mädchen hast, dann hast du einen Punkt für den Jungen und einen halben Punkt für das Mädchen. Warum Allah? Der fängt direkt an mit deinen Rechten. Direkt, wenn du geboren bist, meine Schwester, bist du nichts wert. Du bist die Hälfte wert als dein Bruder. Obwohl ihr aus einem Bauch gekommen seid. Warum? Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als 2, dann stehen ihnen 2/3 dessen zu, was er hinterlässt. Wenn es nur eine ist, dann die Hälfte. Wenn nur ein Mädchen, dann ist sie die Hälfte. Und was hat Allah gesagt bei einem männlichen Geschlecht? Einem männlichen Geschlecht kommt ebenso viel zu wie der Anteil von 2 weiblichen Geschlechts. Was willst du dann noch verstehen? Was verstehst du denn nicht an diesen Ehe? Brauchst du denn wirklich nochmal eine Übersetzer und nochmal eine Übersetzer und nochmal ein? Brauchst du nicht. Allah war hier deutlich. Allah ist hier klar und deutlich. Der Junge ist ganz und das Mädchen ist die Hälfte. Wo ist der Haq? Warum ist das Mädchen die Hälfte? Ah, weil sie naqisatu haql wa din ist. Warum?
Einmal kurz zur Übersetzung. Nakisa Akludin heißt die Hälfte an Intellekt und die Hälfte an Spiritualität. Dankeschön. Sorry, ihr Lieben. Ich war gerade am Frühstücken. Ich habe euch allein gelassen. Dankeschön. Ist kein Problem. Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt. Ja. Weißt du, Familie ruft, dann muss man essen. Ich hoffe, die haben es verstanden, was ihr da gesagt habt zu denen. Also wenn eine Schwester oder ein Bruder sagt, hier im Live, nein, Allah hat die Rechten an die Frauen gegeben, dann bitte ich den hochzukommen und dann lesen wir Surat an-Nisa. Weil es gibt sehr viele Sachen. Also ich kann jetzt nicht alles sagen, aber der kann dann hochkommen und der soll mir zeigen, wo das Recht gegeben wird an der Frau. Wo denn? Wo? Fertig. Dann möchte ein Mann hoch. Soll ich den hochnehmen? Ja, wenn der ganz normal reden kann und nicht persönlich angreift, dann ist das okay. Ich habe kein Problem. Hol ihn mal hoch. Danke jeder für die Geschenke. Alle danke, danke, danke schön. Guten Morgen, Jerry. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's, Jerry? Hast du Frage zu den Schwestern? Frag mich nicht, bitte. Wie bitte? Das ist ja gar nicht. Das alles, was du zu mir sagst, ist nichts ernst, weißt? Ich kenne dich schon. Nein, Jerry, ich wenn rede du doch Fragen hast hier. Zu den Schwestern, stell Frage, wenn nicht, dann wünsche ich dir Gottes Segen. Ich habe dich nicht gehört, nochmal was? Wenn du Fragen hast zu den Schwestern, stell Frage, wenn nicht, dann. Welche Schwestern? Kannst du. Ja, hier, zu den Schwestern hier. Wozu bist du hochgekommen? Also ich höre nichts. Ja, dann geh mal runter und dann kannst du dein Ohren. Ich höre nur so Fliegenstimme, so wie eine Fliege. Ja, siehst du, so sind die. So sind die. Die können uns nicht akzeptieren, dass wir starke Frauen sind und alles wissen über der Koran, Aslan. Uns kann man nicht widerlegen, weil wir reden nur über das, was in deren Büchern steht. Wir sagen nicht, ich habe gesagt oder ich habe widerlegt oder ich. Nee, 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 nee. Das ist das Einzige, was sie können. Ich habe nicht gehört, das waren Fliegen. Guck mal, wie dreist, unmenschlich, unrespektvoll diese Leute ja, sind. Das zeigt man wieder, wie der das zeigt Islam ist. Das zeigt man, ja. Ja. Ja, ich erlebe auch schon oft, sagen sie, ja, erst muss die Frau runtergehen, dann gehe ich hoch. Und so, ja, dann denkst du, ja, was ist denn los? Hast du Angst von einer Frau oder was? Beißt sie dich? Ja, die Männer können sich selber nicht bezwingen, weil wenn die eine Frau hören, dann denken die nur an Sex. Das ist das Problem. Die sehen eine Frau, das ist auch im Koran so. Kontrolle. Die Frau so. Die Frau ist nur da, um zu befriedigen. Das ist alles. Die haben sich nicht unter Kontrolle, sonst die würden haben die sich nicht unter Kontrolle. Ein kleines Mädchen von 13 Jahren letzten Sonntag in einem Freibad sexuell belästigen und missbrauchen. 8 Männer. Schlimm, schlimm. Schlimm. Das ist schlimm. Ich finde es noch schlimmer von den Menschen, die diese Sache verteidigen, obwohl die gar nichts wissen. Die wissen nicht nichts. Die denken, es ist nicht erlaubt, aber es ist erlaubt. Warum? Seit einer Stunde bin ich hier. Warum ist keiner hochgekommen und hat mir ein Ayah aus dem Koran gezeigt, um zu sagen, hör mal auf, Yemna. Hier habe ich dir einen Beweis. Hier steht, dass Allah die Frauen geschützt hat, dass keine Sklavinnen gibt, dass keine Kinderheirat gibt, dass keine Mörder gibt. Ja, es gibt keinen Beweis, es gibt nur es gibt eine Beleidigung. Und deshalb können die nur beleidigen? Das ist immer der Beweis. Ja.
Ich danke dir, Jerry. Wir gehen jetzt. Ich danke euch. Ich muss gehen. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Nachmittag. Danke, Jerry, dass du mich hochgeholt hast. Danke dir, dass du auch hochgekommen bist. Ja, gerne. Vom Herzen. Ich habe dich jetzt auch abonniert. Ja. Ich gehe jetzt auch. Ja, ich habe dich schon längst abonniert. Okay. Ja, ich weiß ja, wo du mit Jana zusammen warst. Habt ihr gesprochen? Ich kann die Leute nicht zuordnen. Ja, yeah. Sind ja genau auch deshalb. Viele. Aber ich habe dich jetzt abonniert und wenn du dem nächsten Live machst, bin ich auf jeden Fall auch da, komme ich auch hoch. Auf jeden Fall sind wir gleich hier privat beschäftigt, deshalb gehe ich jetzt auch runter. Dankeschön. Und wünsche euch auch noch einen schönen Samstag. Genießt die Sonne. Ja, dankeschön. Ciao. Danke euch. Ciao, ihr Lieben, bis nachher. Danke allen im Stream hier unten. Ich wünsche euch allen Gottes Segen.